Sie, glaube ich. Wow. Imitag ist doch schon recht stark. Knuddelhoff. Ja, die Erfahrungspunkte gebe ich, glaube ich, Dragonier noch mit. Wow, fett. Also, fett, fett und diese Augen. Oh mein Gott. Guckt ihm nicht in die Augen. Das ist schon schwer. Weil wenn man unter die Augen geht, ist man schon in gewissen Bereichen, wo man auch nicht hingucken sollte. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Blubstrahl, um die Initiative zu senken, was natürlich nichts bringt. Ich habe sie wirklich gesenkt. Wow. Und Slam geht daneben. Verdammt. Aussetzer geht auch daneben. Body Slam sollte es dann auch nicht besiegen. Durch Einigler stimmt. Bah. Duplexieb macht viel zu viel Schaden. Dreimal ist noch okay. Slam. Mein Gott. Oh. Das sind unnötige Treffer. Sehr unnötige Treffer. Slam. Danke. Jo. Und immer noch nicht Level 32. Hm. Wenn die Imitag Level 36 ist, werde ich, denke ich mal, meinen Blitzer nach vorne stellen. Und dann immer noch auf Dragonier wechseln, wenn es ganz gute Pokémon gibt, die es auch besiegen kann. Toll, hätte ich mal eher Dings nach vorne gestellt. Blitzer, genau, so hieß es. Imitag gegen Habitag, das sollte ein ungleiches Duell werden. Denn das Habitag ist stärker, nicht? Und ein Imitag, okay. Einmal Donnerblitz, dann sollte es auch mit dem Imitag schon gewesen sein. Also, komisch. Imitag von hinten hat einen super langen Hals. Von vorne hat es gar keinen Hals. Diese Logik der Sprites. Ja, genau. Hm. Ja, das war's auch damit. Donnerblitz hat eine hohe Crit-Chance. Merke ich gerade. Oder ist es einfach mein Glück? Und Level 33. Hm. Freut mich. Gehen wir weiter nach oben. Ja, wir nehmen einfach mal alles mit, was uns in die Quere kommt. Oder wir stellen uns einfach den Leuten in die Quere, um alles mitnehmen zu können. Denn wie wir in der 5. Arena gesehen haben, waren wir doch etwas unterlevelt. Auch wenn die Trainer hier jetzt nicht sonderlich stark sind und ich meinen Blitzer nach vorne stellen wollte. Ach nee, wenn Imitag Level 36 ist, Entschuldigung. Ich laber schon wieder Schluss. Und da ist es auch Level 36. 100 KP auch erreicht. Wow. Schnelle, tankige Pokémon, die Schaden machen. Das sind meine liebsten Pokémon. Das sind irgendwie gar keine, weil die OP wären. Donnerblitz. Immer auf den Kopf. Sehr schön. Und Slimer bleiben wir einfach mal. Und machen einmal Donnerschock und Fruchtzuckieb. Paralysiert auch gut. Und Ruckzuckieb sollte es dann auch beenden. Hust. Ruckzuckieb sollte es dann auch beenden. Wie gesagt. Und ein Smogon. Okay, können wir wieder. Ne, wir setzen nochmal Donnerschock ein. Wir sparen uns erstmal Donnerblitz. Für die stärkeren Pokémon, die gleich kommen sollten auf dieser Route. Und Donnerschock macht ja auch nicht gerade wenig Schaden. Vor allem, da die Gegner nicht wirklich viel Schaden machen. So, jetzt aber wirklich Imitag nach hinten. Und hier weiter hochgehen. Da sind noch zwei Trainer. Lag da oben ein Item oder warum stehen hier so viele Trainer? Gleich werden wir es sehen. Fortsetzung folgt. Wird er es an diesen beiden Trainern vorbeischaffen?
Flucht, ja, so schon. Und wird oben ein super, mega geiles Item liegen. Das alles seht ihr in der nächsten Folge. Habe ich früher als Kind gehasst. Da musste ich immer die nächsten Folgen gucken. Weil ich schon wusste, was passieren wird. Also weil ich wissen wollte, was passieren wird. Aber ich wusste, dass es da aufgeklärt werden soll. Da konnte man nicht anders als zu gucken. Auch bei Pokémon. Wird er es schaffen, Gary zu besiegen? Das alles erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ja, genau. Seid doch noch fieser. Vielleicht hat man am nächsten Tag gar keine Zeit zu gucken. Aber so treibt man schön die Einschaltquoten nach oben. Ist ja fast überall so. Und Donnerschock reicht eigentlich im Moment aus, da sie irgendwie immer nur Scheiße machen. Außer jetzt, wo ich es natürlich wieder sage. Aber gut, der Volltreffer war unnötig, wie immer. Und Level 34! Super! Und gleich einen Initiativenwert von über 100 erreicht. Auch super. Ich hätte noch nicht mal Ibitak. Blitzer ist eines der schnellsten Pokémon, die ich im Moment habe. Volltreffer, der war gut. Nicht mal unnötig. Und ein Smogon. Sollte auch schnell hinweggeblasen sein. Tackle sollte nicht so viel anrichten. Super. Und das war's auch mit Smogon und dem zweiten Biker. Wäre natürlich jetzt geil, wenn der Cut genau an der Stelle sein würde, als ich gesagt habe, ja, und das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Nein, da gehe ich jetzt nicht lang. Pokémon, genau. Und dann Sandan und Zerschneider. Diesmal nicht mal auf Schaufler geklickt. War hier unten noch ein Gegner? Nö. Auch unnötig, so einen riesen Weg da hoch zu machen. Aber hier sind zwei Trainer. Ein Biker und was bist du? Was bist du? Vogelsammler. Fänger. Porenta. Ja. Da nehmen wir doch einen kleinen Donnerblitz. Dann sollte es das auch mit Porenta gewesen sein. Schlechtes Pokémon. Und nur 664 Erfahrung. Aber naja, für eine Attacke ist das schon super. Stellt euch mal vor, ich würde jetzt immer noch mit Nido, mein Gott, mit Rihorn, so, mit Rihorn kämpfen und dann jedes Mal, wenn irgendwas ist, zurück ins Pokémon Center laufen. Das würde ewig dauern, auch wenn ich es irgendwann trainieren muss. Wir machen es einfach im Team Rocket Hauptquartier. Und sie verfehlen ihre ganzen Attacken, das finde ich erstaunlich, aber schön. Denn so kriegen wir die ganzen freien Erfahrungspunkte. Und das Smogon hat mir gerade wirklich mehr gegeben als das Level 33 Porenta. Wow. Ach, schade. Gefol... Nein. Oh, nö. Oh, nee. Slimeock, das muss doch nicht sein. Bis ich jetzt im Pokémon Center bin, ist doch auch kacke. Aber es erreicht Level 35. Das heißt, wir machen es mit Rihorn. Wir kämpfen so lange, bis Blitzer vor Erschöpfung umkippt. Und jetzt kommen natürlich keine Gegner. Doch, da. Ach genau, da oben war da oben ein Labyrinth. So ein kleines zumindest. Was heißt Labyrinth? Ein Parcours. Slalomlauf. Was auch immer. Tauburger. Reicht da schon ein Donnerschock? Yo. Also langsam ist unser Blitzer auch ziemlich stark. Ibitak sollte auch ein Donnerschock reichen. Vermute ich jetzt einfach mal. Und wenn nicht, Blitzer soll ja eh besiegt werden. Oh, 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 ganz knapp. Giftschade Blitzer. Furienschlag. Super, endlich mal eine Attacke, die sich lohnt. Jetzt kannst du auch gerne fünfmal treffen. Also mein Furienschlag-Glück ist mit mir. Ob es nun, für mich ist oder für die Gegner. Normalerweise würde man in der nächsten Edition jetzt noch Schaden kriegen mit dem Gift.
Aber dafür kriegt man ja hier beim Laufen noch Schaden. Ich denke mal, oh ja, Vogeltrainer, sehr schön, dass unser Blitzer noch ein paar Erfahrungen mitnehmen wird. Dafür aber auch guten Giftschaden kriegen wird. Level 36 könnte sogar noch drin sein. Was gar nicht mal so schlecht wäre. Dodo. Und wir kriegen keinen Schaden, wenn wir das Pokémon besiegen. Wow. Wow, das habe ich ganz vergessen. Oh mein Gott. Und das sollte jetzt auch mit einem Schlag besiegt sein, weil es ein Level niedriger ist als das vorherige. Ah, Volltreffer. Toll. Aber Level 36 noch erreicht. Und 46 KP. 46. 46 ist die beste Zahl. Meiner Meinung nach. Und die meiner Freunde. Was bist du? Noch ein Vogelsammler. Fänger! Mein Gott. Ich finde Sammler einfach so ein schönes Wort. Und jetzt habe ich weniger AP auf Donnerschock als auf Donnerblitz. Naja, soll mir recht sein. Ich kann ja auch alles mit Donnerschock schon besiegen. Also warum? Weißt du was? Ich wechsle jetzt auf Dragonier. Oh, es ist low HP. Aber es soll auch ein bisschen Erfahrung kriegen und... Donnerwelle wollte ich jetzt eigentlich nicht einsetzen, aber soll mir recht sein. Es sei denn, es trifft mich jetzt mit Furienschlag immer und immer wieder. 5 KP, das zieht ziemlich viel ab dafür. Mein Gott, ich wollte Body Slam einsetzen. Body Slam! Danke. Alle guten Dinge sind 3. Toll! Das wollte ich eigentlich am Anfang machen. Ich wollte eigentlich gar nicht Slam und Donnerschock einsetzen. Donnerwelle. Ach, egal. So ist es nun mal. Ibitak. Probieren wir Body Slam zweimal. Oh, 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 nein. Nein, zweimal treffen reicht. Nein! Oh. Rrrk. Rrrk. Blitzer. Donnerschock. Jetzt ist ja wieder nur so, dass ich Blitzer, Ibitak und Glurak level. Jetzt fahre ich aber nicht nochmal zum Pokémon Center zurück. Jetzt gehe ich hier einfach weiter und nehme die Trainer noch mit und dann werde ich die restlichen Pokémon in Team Rocket Hauptquartier leveln. Nein, es ist kein Hauptquartier. Sie haben einfach diesen komischen Turm da übernommen. Ich habe vergessen, was es ist. Ein Hotel? Ich weiß es nicht. Das Gift macht uns keinen Schaden. Obwohl wir die ganze Zeit am Kämpfen sind. Finde ich einerseits gut, allerdings jetzt unpassend. Obwohl jetzt da Dragonier sowieso besiegt ist und Rihorn. Ist ja egal, ob Blitzer oder... Ne, Ibitak, genau sowas. Die Erfahrung mitnehmen. Donnerschock, Level 28, Tauboga, weg, Volltreffer. Das ist so einfach, wir rennen hier quasi durch. Was heißt quasi, wir rennen hier durch? Nicht dein Ernst. Wie soll ich da jetzt hinkommen? Wollt ihr mich verarschen? Hier lang oder was? Ich glaube, es hackt. Jetzt hat Giftschaden gemacht. Natürlich. Wenn man auch so doof ist wie ich und den falschen Weg läuft. Jetzt wahrscheinlich gegen einen Smogon verreckt. 16 KP, das geht ja noch. Wir haben ja noch 11 mal Donnerblitz, damit können wir ja noch ein paar Gegner one-hitten. Zack.
Volltreffer. Hätte man nicht mal gebraucht, denke ich mal. Du hast, glaube ich, danach noch einen Smogmog, kann das sein? Das würde uns dann wahrscheinlich sogar auf Level 37 schon bringen mit unserem lieben kleinen Blitzer. Nevermind. Routen. Ja, klar! Wir erlernen ihn jetzt Routenschlag. Nein. Na! Jetzt habe ich mich doch verklickt. Dankeschön. Und er hat doch keinen Smogmog. Und dieses nervige Gepiepe soll weggehen! Naja, wir sind ja Level 37 gekommen. Und ach komm, den Trainer nehme ich mit Blitzer noch mit und dann ist es sowieso besiegt. Fünf Pokémon. Wow. Wie nervig. Und dazu noch ein Dauergepiepe. Oh mein Gott. Da muss ich jetzt durch. Ich werde jetzt nämlich nicht für diese paar Pokémon auf Ibitak wechseln. Wenn ich die alle mit Donnerschock schon one-hitten kann. Volltreffer. Warum setze ich so viele Volltreffer mit Elektroattacken? Nein, ich will nicht wechseln. Ich will Taubsi mit einem Donnerschock one-hitten. Dankeschön. Und, jo. Auch ohne Volltreffer. Habitak. Warum hat man so viele schlechte Pokémon? Warum holt man sich so viele doppelte Pokémon? Ich verstehe das nicht. Man braucht doch einen schönen Mix. Man kann doch nicht nur Smogon sammeln. Und vielleicht ein Smogmog, weil es sich zufällig entwickelt hat. Das ist doch langweilig. Und wer will so viele Pokémon in seinem Zimmer haben, die nur giftige Gase ablassen? Das ist ein kleines Labyrinth.